Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Elite Dangerous. Und ja, Nox ist auch wieder bei mir und noch ein anderer. Den haben wir hier im in dem Abbaustandort hier einfach mal eingeladen, weil es ja auch einfach einfacher ist, zusammen abzuschießen und das Kopfgeld zu kassieren, weil es auch schon mal möglich ist, wenn mehrere hier sind und man nicht in einer Gruppe spielt. Dann kriegt einer das Kopfgeld und der andere halt nicht, ne? Das ist ja eigentlich ein bisschen schade drum. Da können wir das Ganze auch so machen. Und das Kommunizieren überlasse ich dir jetzt mal, Jens, ne? Jo. Na, ich spiele ja mit Stick und so, das ist jetzt mit Tastatur und ich habe ja auch diese Dings-Tastatur. Für Hotkeys eignet die sich super, aber zum Tippen ist die nicht so toll. So, ich habe hier einen Anaconda. Alles klar, ich bin hinter dir. So, jetzt gehen wir alle drauf. Da sind von irgendeinem doch schon die Schilde ausgegangen gerade. So, die ist gleich hin. Kladatsch. 71.000 habe ich gekriegt. Ja, ich auch. So, dann schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Ein bisschen Kopfgeld sammeln. Das haben wir ja schon. Bei mir stammt das leider auch aus ein paar verschiedenen Systemen. So, ich habe hier eine Eagle, eine gesuchte. Da hatte ich gerade einen kleinen Leck und da schon wieder. Aber das bleibt bei Online-Spielen teilweise ja auch nicht aus. Ich habe auch nicht die allerbeste Leitung. Aber ausreichend, Gott sei Dank. Under attack. Target destroyed. So. Da hinten wird gekämpft, mehrfach. So, was haben wir hier? Eine Vulture. Ein Zweiergeschwader. Keine Ahnung. Mit einer Igel. Ja, aber die Igel wird nicht angezeigt, dass sie im Geschwader ist. Oder ist noch eine Igel da? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich weiß es nicht.
Ah, die hat keine Chance. Ah, ich brauche ein bisschen mehr Energie auf meinen Lasern. Ich sehe das gar nicht. Jawohl. Noch eine Igel. Imperialer Clipper ist hier. Ja, ich sehe ihn nur noch nicht. Wo ist er denn? Ach da, okay. Ja los, dann drauf. Scan detected. Target shields offline. Ja, kurz, machen wir kurz einen Prozess mit dir. Kaboom. Schön. So, was haben wir noch? Noch ein Kurier. Alles klar. Sehen natürlich nun wieder nicht. Na, da ist er. Oh. Ist gerade einer von euch die Schussbahn geflogen. Ich glaube die Vulture. Was hat mich da gerammt? Einer von euch. Also ich nicht, ich habe noch voll ein Schild. Diesmal war ich's nicht, diesmal war ich's nicht. Oh, hier ist irgendwas gesuchtes. Was ist das? Eine Igel. So. Ja, hier kommt zwar auch Schlag auf Schlag, ne? Aber wir waren auch schon mal in besseren Abbaustandorten. Eine Python. Python. Schön. Die nehmen wir natürlich gleich mit. Ah, und ich habe nur zwei Impulslaser oder was sind das, Salvenlaser eingebaut. Ein Turm und einen kardanischen. Das ist schon irgendwie langweilig. Ich hätte gerne ein bisschen, na gut, sind Dreierwaffen, aber ich hätte trotzdem irgendwie gerne ein bisschen mehr Feuerkraft. Aber ich finde leider keinen Dreier Mehrfachgeschütz. Ich glaube, das gibt's auch gar nicht, oder? Ich kann es dir nicht genau sagen. Ah, vielleicht haben wir auch Glück und das kommt mit einem Patch. Jo, den habe ich auch. Was schreibt er da? Nein, ich habe geschrieben. Achso, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Entschuldigung. Was hast du denn geschrieben? Na, als nächstes dahin, wo er hin wollte. Da. Target destroyed.
da diese Hazards-Dingsbums da. Ja gut, ich weiß gar nicht. Erklär's doch nochmal, was hat er dir da geschrieben? Das ist jetzt noch gar nicht mit dem Video mit drin. Ja, das Problem ist, ich weiß selber nicht genau, was er meint. Also lassen wir uns mal überraschen. Ich hab den jetzt einfach mal angegriffen, weil er da war, ne? Target destroyed. So. Alles mitnehmen, was geht. Habe ich gerade 11.000 Credits gekriegt und weiß nicht wofür. Oh, jetzt habe ich ihn auch noch gerammt. Ich will nicht verrecken, kann das sein? Habe ich einen Leck? Ja, du schießt ins Leere. Ja gut, okay. Ich habe einen Leck. Vor allem ist es auch schön, dass meine Geschütze da immer noch weiter drauf feuern. Mein Turm, ne? Obwohl der eigentlich schon gar nicht mehr da ist. So, dann setz mal einen Nuffling auf mich. Jo. Oder auf ihn. Ne, ich hab ihn jetzt auf dich gesetzt. Obwohl er da hinten noch am rumballern ist, kann das sein. Ja gut, hier ist noch eine Anaconda, ne? Die kann man sich doch nicht entgehen lassen. Dann wären wir schön blöd, Junge. Entschuldigung. Was, hast du mich getroffen? Entweder dich oder unseren Kollegen hier. Ja gut, wir haben beide eine Vulture, ne? Lässt sich jetzt schwer auseinanderhalten, ne? Ja, eben. Dann lass uns aber wenigstens noch das Kopfgeld abholen gerade, oder? Ja. Kavoom! Oh, da wird schon gleich der nächste angegriffen. Scan detected. Noch eine Anaconda. Ja. Ich scanne sie gerade. Tja, das geht ja Schlag auf Schlag hier. Da fliegt auch wieder einer in meinen
Turm rein. Sorry. Dann kriegst du immer so schön angezeigt, dass du angegriffen wirst, ne? Ja. Die backt bei mir rum. Oh, die kommt immer näher. Boah. So, ich könnte ja auch gleich mal bei meinem Internet ein bisschen was gucken. Also zumindest ein paar Geräte ausschalten. Hab ich gar nicht dran gedacht, ey, scheiße. Nox noch da? Ja, ich bin noch da. So, bei unserem Kollegen wird angezeigt, dass er kein Schild mehr hat. Ist das richtig? Nein, ne? Ich gucke gerade. Was ist das? Ja, das siehst du doch schon auf dem Symbol oben im Bildschirm. Scan detected. Warte mal. Wie war das nochmal mit dem Piloten? Grußlicht ein, Licht aus? Ja gut, und jetzt? Was machen wir jetzt? Nicht gegen mich fliegen? Scan detected. Ich fliege mal hier zu diesem Hazardous Resource Extraction Site. Was ist das denn? Ach so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch noch nicht. Habe ich mich bis jetzt auch noch nicht mit befasst. So, erstmal hier schnell die Waffen einfahren. Es geht hier gar nichts. Erstmal schnell Dingens abgeben. Kopfgeld? Kopfgeld, jo. Sicher, sicher. Was macht der Kollege jetzt hier? Ah, der wird, denke ich mal, gleich hinterherkommen. Der Lüki. Boah, ich kann es nicht aussprechen. So. Wo ist die Basis denn jetzt? Da. Gut, dann würde ich fast schon sagen, war's das wieder für diese Folge. Wir bedanken uns fürs Zusehen und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao. Tschüss.